So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns die Fiserv-Aktie an. Die Aktie, wie man hier sieht, ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Also welche unten das Bottom irgendwo abgegriffen hat und hier investiert war, ist auch schon über 80% gelaufen. Das ist natürlich krass. Hier nach dieser kleineren Korrektur um knapp 15% gab es auch wieder einen Anstieg von, ja, wenn man sich das anschaut, von knapp 50% nach oben. Jetzt folgt auf jeden Fall eine kleinere Korrektur. Ich sehe das Ziel dieser Korrektur irgendwo bei, ja, 130 bis 115 US-Dollar. Wichtig ist, dass man hier nicht unter das Tief bei knapp 109 Dollar läuft. Und dann würde ich sagen, dass sich hier in diesem Bereich bei knapp 130 Dollar irgendwo ein Tief finden wird, um dann hier persönlich eine Position einzugehen, um mittel- bis langfristig hier investiert zu sein und ein wenig Rendite mitzunehmen. Einen aktuellen Kurs aus bis zur 130 Dollar Marke, weil das ist eine aktuelle Korrektur von knapp 15%, um dann hier eine Position einzugehen, um dann mittel- bis langfristig hier investiert zu sein. Wenn man sich das anschaut, von einem Kurs von knapp 130 Dollar wird es nach oben auf jeden Fall, ja, 25 bis 30% bis zum, ja, All-Time High hier. Aber ich denke, langfristig sollte man das auf jeden Fall hier überschießen und dann 30 bis 50% Rendite hier langfristig mitzunehmen. Was haltet ihr von der Fiserv-Aktie? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ist die Aktie für den einen oder anderen interessant? Wie gesagt, ich halte hier eine Korrektur von knapp 15% durchaus möglich. Und dann sollte sich hier die Aktie auch fangen. Ich persönlich denke nicht, dass man hier nochmal die 109 Dollar Marke nach unten wegbricht. Es ist einfach wichtig, dass man hier noch nicht nochmal drunter läuft. Dann wird sich die Aktie fangen. Und dann würde ich persönlich hier auch einsteigen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir hören uns die nächsten Tage. Peace.